Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Release-Woche Strixhaven. Danke, danke, danke für die ganzen Kommentare beim letzten Video. Ich war sehr, sehr, sehr platt und einfach auch nicht so begeistert von dem Booster. Aber ich habe so viele Zusprüche bekommen und ich habe wieder gesehen, wo die eingefleischte Community für meine kleinen, schnellen Booster-Videos ist. Und deshalb danke dafür. Das hier ist für euch. Wir machen Strixhaven Draft Booster auf. Eins. ich habe ja gestern schon ein bisschen die Pre-Release-Dinge aufgemacht und deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt in das Set rein. Wir haben Biblioplex-Assistent. 4 Mana 2-1 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, legen wir einen Spontanzauber der Hexerei unserer Wahl von einem Friedhof auf die Bibliothek. Nicht schlecht. Anregung der Vortragskunst. Oh, wunderschönes Artwork. Ich mag die Artworks von dem Set wirklich, wirklich sehr. 4 Mana Hexerei, lege 2+1+1 Mana auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Und andere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 bis meines Zuges. Nice, auch hier schön mit dem Artwork, das passt. Quandrix Schwurmagierin. 3 Mana 2/2. Magiefertigkeit. Immer wenn du einen Spontanzauber deiner Hexerei wirfst und kopierst, lege eine +1/+1 Mana auf den. Das Ding heißt wirklich, Magecraft heißt wirklich Magiefertigkeit. Wow, Wizards. Kunthort Campus kommt getappt ins Spiel, tappen für ein rotes oder weißes und für 4 Mana Hellsicht 1. Sehr cool, ich finde das mit den Kampen richtig cool. Campus, Campusse, Campi, sagt mir das mal. Unangekündigter Test, oh mein Gott. 3 Mana Spontanzauber, ziehe eine Karte und lerne eine Lektion. Lektion bedeutet, du kannst eine Lektionskarte von außerhalb der Partie, die du besitzt, offen vorzeigen und sie auf die Hand nehmen oder eine Karte abwerfen, dann eine Karte ziehen. Ist sehr cool, wenn man damit auch einfach cyclen kann oder eben von außerhalb des Spiels eine Karte adden kann. Dann haben wir Ansturm der Magierjäger. Oh Gott, Magierjäger. 4 Mana Hexerei, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Okay, für Kamm, sehr geil. Immer wenn in diesem Zug eine Kreatur blockt, verliert der Beherrscher einen Lebenspunkt. Wow, what? Also langsam übertreiben sie damit, wie stark das doch ist. Wissbegierige Studienanfänger. Und das ist so eins der Artworks, die am meisten gepublished wurden. 2 Mana 2-1 mit Magecraft. Immer wenn du einen Spontanzauber der Hexerei wirkst oder kopierst, kriegt die +1/+0. Ich werde ab jetzt nur noch sagen Magecraft. Blutzeitalter General. 2 Mana 2-2 tappen angreifende Geister. Hä? Die du kontrollierst, kriegst du Geister? Was für Spirits? Ah, das ist einer von den Kundhortern, von den Rot-Weißen. Plötzlicher Durchbruch. 2 Mana 2-0, eine Kreatur kriegt Erstschlag, also +2/+0, eine Kreatur kriegt auch noch Erstschlag und wir kriegen einen Schatz. Oh, nice, Schätze sind wieder da. Fraktalbeschwörung, das ist eine Lektion, die könnten wir uns mit dieser Karte hier raussuchen. Aus dem Sideboard im Competitive. 2 Mana und X, wir erzeugen ein 0-0 grünen blauen Fraktalwesen Kreaturenspielstein und legen +1/+1 Mana drauf. Nett, sowas im Sideboard zu haben. Wir ziehen eine Karte und danach kriegen wir dieses Teil auf die Hand und können dann halt noch einen Dude verstellen. Dann Zweikampftrainerin. 4 Mana 2-2. Wenn sie ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Mana auf eine Kreatur unserer Wahl. 5 Mana tappen. Wir legen eine +1/+1 Mana auf jede Kreatur, die wir kontrolliert, die mindestens eine +1/+1 Mana hat. Sehr, sehr cool. Reflektierender Golem. Oh mein Gott, ein Golem. 3 Mana 2-3. Immer wenn du einen Spontanzauber deiner Hexereikarte wirkst, beziehungsweise der, beziehungsweise die reflektierenden Golem als Ziel hat, den da, können wir 2 Mana bezahlen. Falls du dies tust, kopiere jenen Zauberspruch. What? Hammer. Also für Magecraft der Hammer. Wir können dem halt Plus geben, können 2 Mana machen, kopieren und den wieder damit targeten mit der Kopie und wieder machen. Hammer. Zugangstunnel, unser letzter Ankam, tappen für ein farbloses oder 3 Mana tappen, eine Kreatur mit Stärke 3 oder weniger und kann den Zug nicht geblockt werden. Das erinnert mich an diesen Tunneldurchgang. Und unser Rare ist Elementaler Expressionist. 4 Mana 4-4 mit Magecraft und bis zum Ende des Zuges erhält sie, also diese Karte, wenn man Magecraft triggert. Falls diese Kreatur das Spiel verlassen würde, schicken sie ins Exil, statt sie irgendwo anders hinzulegen. Und wenn du diese Kreatur ins Exil schickst, erzeuge einen 4-4 blau-roten Elementar-Kreaturenspiel. Wow, Hammer. Also der Gegner versucht, den zu removen. Wir machen irgendeinen Spell-Opt oder so und danach ist der safe. Hammer. Das ist geil. Und wir haben, oh Gott, Göttliches Gambit. Danke, Robin, dafür. 2 weiße Mana. Wir schicken ein Artefakt, eine Kreatur, dann Verzauberung unserer Wahl, die ein Gegner kontrolliert, ins Exil.
und der Spieler darf eine Kreaturenkarte aus seiner Hand ins Spiel bringen. Der schlechteste weiße Removal, den es jetzt seit Jahrzehnten gibt, als Hexerei, mit einem sehr coolen Artwork, aber ja, das wurde schon gejinxt. Dann haben wir noch einen Schädling und Silverquill, Wortfechter, hier, meine Gilde. Wer wissen will, wie es mit meiner Gilde weitergeht, beziehungsweise weiterging, gestern kam noch ein Pre-List-Kit hoch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da waren noch mehr Booster geöffnet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao. Thank you.